Moin moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Beim letzten Mal haben wir dieses wunderschöne Häuslein gebaut. Jo. Für die Bergarbeiter hier. Sieht dann übrigens besser aus, wenn das da noch ist. Das sieht allgemein besser aus, wenn... diese da noch da sind. Das war jetzt nicht mal geplant oder so. Wie das halt immer so ist. Was? Ohne. Grober Wein, ne? Das ist doch schon mal schön. Ich könnte jetzt sagen, hier fehlt wieder was. Ne? Müssten wir wieder was machen, aber... nee, machen wir mal lieber nicht. Ach, haben wir in letzter Zeit genug gemacht. Bordsteinkanten. Geht ja hier einiges schon lang. So, wir haben eine neue Ziege. Und eine neue Ziege heißt, die ist domestiziert. Oh, so ist das natürlich viel einfacher, alle einzustellen. Gut, die Ziegen dürfen jetzt weiter transportieren. Alles schick. Die Fenster müssten aber noch fertig gebaut werden. Also das ist das derzeitige Problem, nenne ich es jetzt mal. Ich müsste theoretisch das Ganze jetzt 2-3 Tage laufen lassen. Offscreen. So. Macht natürlich nicht viel Sinn. Ich möchte ja, dass ihr das seht, was passiert. Ich lasse mal 1-2 Stunden nachts laufen. Ja, was aber nichts Schlimmes. Aber jetzt 2-3 Tage, eher möchte ich das nicht. Also die sind derzeit relativ stark beschäftigt. Wie sieht das eigentlich aus? Oh, 24%, wow. Ja, eins darfst du noch machen. Das Sommer ist ja dann auch so gut wie rum. Das heißt, unsere Bauern müssten dann dementsprechend auch bald fertig sein. Oder hier nach Ernten jetzt die nächsten Tage. Der Apfelbaum ist ja auch schon richtig weit gewachsen. Schön, schön. Wie sieht das eigentlich aus? Es wird nicht wirklich weniger Kalkstein. Erde haben wir aber dafür noch ein bisschen. Ja, das ist das Problem. Also mit einer Karawane den Kalkstein verkaufen, das wird nicht so wirklich besser. Aber ich sehe gerade, die sind hier schon so, relativ weit mit der Mauer. Also relativ weit bis auf hier. Naja, gut. So, und hier haben wir definitiv auch wieder eine Stelle. Da müssen wir dann definitiv, also da gibt es keinen Weg dran vorbei, ein großes Lagerhaus bauen. Aber ganz ehrlich, das können wir jetzt schon mal machen. Ziegel. Nee, doch echt, das ist normaler Kalkstein, ne? So.
So, das so. An jede zweite Stelle machen wir mal so einen Balken. Ich meine, für ein Lager reicht eine normale Treppe, also da muss man jetzt nicht übertreiben. Kalksteinboden, weil Kalkstein verbraucht wird. Zack, das, ja, das müsste eigentlich eine ganze Weile reichen. Oh, Fertigkeit, das ist doch schön. Das bekommt er aber nicht mit. Er klickt und klickt und ja, dort geht's nicht. Also ich weiß, das wird keinen Schönheitspreis gewinnen. Na, darum geht es mir eigentlich auch gar nicht. Mir geht es eigentlich darum, wir verbrauchen jede Menge Kalkstein. Und wenn wir davon reden, Standardlagerplatz, alles entfernen. Sehr hoch und also das habe ich erst durch euch, vielen vielen Dank dafür, gelernt. Mach einfach einen Lagerplatz, ihr Kalkstein hin und die fangen sofort an, den da einzulagern, wenn man es auf sehr hoch stellt, und so haben die Bauarbeiter den Weg von hier, von der Wand, die sie bauen, nur bis dahin. Und ganz ehrlich, der Tipp ist super. Na, dafür vielen, vielen Dank. Wer noch andere Tipps hat, wer noch was sieht, wo er sagt, was macht der da von Unsinn, schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, ich weiß, derzeit jeder auf YouTube sagt nochmal, schreibt es in die Kommentare, schreibt es in die Kommentare. In dem Fall geht es mir nicht um irgendwelche Zahlen oder sowas, sondern geht es mir darum, ich möchte auch wieder was lernen. Okay. Das ist jetzt so nicht geplant. Vor allem zwei bewegliche Oha und sechs Bogenschützen. Die Frage ist jetzt, wo sind die? Die Aussage ist, genau da, wo sie nicht sein sollen. Kann ich eigentlich? Könnte ich, macht keinen Sinn. Gut. Also mit Shift dann nochmal ziehen.
So. Es ist natürlich pünktlich 23 Uhr, ne? Ah ja, gut, wir lassen sie mal noch etwas schlafen. So, hier. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Aktion, ne? Mit den Bilden. Also mit dem. Hey, alles Gute zum Geburtstag, Svetje. Zum 62. natürlich ein Angriff. Erster Tod. Derweile sind hier noch nicht mal alle da. Scott, hau ab. Klingt böse, aber... Alle, die Schaden haben, die nehmen wir mal etwas aus dem Verkehr. Gut, und damit hat sich das schon geklärt. Ich wollte gerade sagen, trefft ihr den noch? Dann können die noch ein bisschen, oha, schlafen gehen. Übergriffe. Wie sie flüchten, die Feigen. Naja. Und wer war's? Die Waldbanditen, ja. Aber jetzt, das habe ich jetzt, gebe ich alles zu, nicht ganz gelesen. Also, Geschichte. Bla bla bla, neues Leben, bla bla bla. Raubzug. Reagieren, bla 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 bla. Das scheint innerhalb von 3 Stunden erledigt gewesen zu sein. Jo, so einfach scheint das zu gehen. Genau, und jetzt haben wir hier schon das, ne? Immerhin 45 Kalkstein. Das ist total gar nicht viel, aber schon ein Anfang. So, das Ganze haben wir ja auch hier schon. Kalkstein, Holz und... Hier haben wir es auch hingetan. Brauchen wir aber nicht mehr. Fällt mir gerade so ein. Ja, liebes Svetje, dann nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, das ist nicht unbedingt der schönste Geburtstag gewesen, aber immerhin irgendeiner. Na gut. Gut, dann lassen wir die noch schlafen. Wer ist jetzt noch nicht wach? Jetzt schlafen alle. Morgens um 4, wenn die Hühner schon wieder fressen. Ja. Gut, gut, gut. Dann sind wir im Herbst. Und warten immer noch. Ja, das ist jetzt relativ viel zu bauen. Beispielsweise hier dieses. Mit den 45 Kalksteinen kommen die nicht weit. Und dieses Haus und daneben noch die Mauer. Ja. Das heißt, wir könnten in der Zwischenzeit, ich denke mal die nächsten 1, 2, 3 Folgen, mal schauen, ob wir nicht auch
mal wieder ein bisschen mit der Karawane und so weiter gehen. So. Wo rennt sie jetzt hin? Das heißt, sie läuft erst in die zu Hause ist, läuft in die Kirche und dann dahin. Was ist das? Das möchte ich jetzt noch lesen, ne? Protokoll. Svetje schwelgte in Erinnerung über Dämonen, die Krankheiten verursachen. Herefred, der zuhörte, wirkte belustigt. Aha. Hat eine Flachpfeife. Naja, gut. Genau, also wir schauen beim nächsten Mal ganz einfach mal. Vielleicht schaffen wir es ja mit IA, dem da. Und mit Kühen und so weiter ein bisschen Kalkstein loszuwerden, weil das ist jede Menge hier, ne? Und muss ja nicht sein, dass hier so viel rumliegt. Das könnt ihr übrigens mal wegräumen, irgendwo anders hin. Hier ist Platz, da drüben ist Platz, hier unten ist Platz. Genau, machen wir das die nächsten Male. Und ich sag mal so, bis dahin, vielen, vielen Dank für alle, die auch nach 224 Folgen zuschauen oder inzwischen zuschauen. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.